Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir haben beim letzten Mal endlich eine medizinische Versorgung hier erschaffen. Um dann herauszufinden, für Medizin 2 brauche ich so oder so Zucker, weil jetzt habe ich gedacht, ach schön, ich umgehe mal den Zucker, der ein bisschen komplizierter vom Aufbau ist, und mache das mit Mais. Jetzt brauche ich Zucker. Ja, deswegen kümmern wir uns heute gar nicht um die Medizin, weil wir sind medizinisch jetzt versorgt und das finde ich gut. Das macht mir schon mal ein bisschen weniger Sorgen. Das da macht mir trotzdem Sorgen. Und Luftverschmutzung, vor allem auf Stufe 11, ist übel. Sehe ich, das glaube ich, sehe ich nicht, aber ich hätte gerne eine Karte, wo ich sehen kann, was ich hier rausballer. Aber ich glaube jetzt, dass zum Beispiel einer der Problempunkte er hier ist. Weil er pumpt in dem Fall CO2 raus, was natürlich luftschädlich ist wie Sau. 150. Hier hätten wir eine Vorstufe noch dafür. Was zum Beispiel sowas wie Schwefel kriegen wir gar nicht gerade mehr weg. Ah, dafür wollte ich eigentlich einen Hafen bauen, ne? Da war was. Ah, ne, habe ich schon gebaut. Na, haben wir hier schon eine Lieferung erhalten? Ah, ne, wir haben kein Schiff zugewiesen, ne? Kein Fracht. Was? Kein Frachtschiff im Frachtdepot. Stimmt, da war was. Wir wollten uns so ein Schiff holen. Wir müssen noch erkunden, 83, das Schiff ist beschädigt, das Frachtschiff erkunden. Dann erkunden wir das gleich mal, weil dann können wir bald anfangen mit dem Schwefel verschiffen. Und wenn wir Schwefel verschiffen anfangen, kriegen wir Erde dazu. Was bedeutet, wir können mehr Produktionsflächen herstellen für verschiedenste Sachen. Was aber anderes, was ist, kann ich hier zum Beispiel mit Kohlenstoff noch anstellen? Kohlenstoff kann ich ja mittlerweile umwandeln, oder? Kohlenstoff. Kohlendioxid, hier haben wir es doch. Nein, ich will sehen, was kann ich damit machen. Ich kann es mit Gasinjektion verarbeiten und Meerwasser. Oder mit Wasserstoff zu Brenngas und Wasser verarbeiten. Auch eine interessante Sache eigentlich, ne? Aber ich glaube, das viel interessanter ist, Chemiefabrik 2, ich mache es zu Graphit. Und das werde ich, glaube ich, hier direkt einfach mal ansetzen, dass wir eine Graphitproduktion schnell herstellen. Dafür brauche ich eine Chemiefabrik 2. Chemiefabrik 2. Weißt du was? Die setzen wir jetzt einfach hier an. Wo ist der Vorderausgang? Rotate. Was heißt Bing? Standort erkundet. Braucht Elektronik 2. Hurra! Die Mission nehmen wir doch einfach. Holy, okay. Schiffsaufträge besuchen. Ne? Nein, stopp. Der fährt jetzt gleich wieder weiter, oder? Beladen das Schiff. Fahr bitte nicht gleich wieder weg. Sei ein braves Schiff, bleib stehen. Gut so. So, also dich hier hätte ich gerne, dass du mir Kohlenstoff machst. Graphit hier. Ne, warte mal, das ist falsch. Hä, wo ist die Graphitproduktion, die ich vorhin gesehen habe? Hier. Du hast echt nur das eine. Und wie viel Produkt kriege ich dafür? Weniger wie da, aber es ist viel verträglicher natürlich. Das ist natürlich super. Die stellen wir gleich mal auf. Und dahinter so ein erstes kleines Graphitlager. Dann mache ich ein Rohr 3. Und ziehe das von... Na komm. Hier rüber. Und dann pausieren wir das hier. Bedeutet, er müsste instant hier reingehen? Holy shit, wie schnell hat denn der jetzt produzieren angefangen? Reicht das? Wir haben schon das erste Graphit hier drin. Wie viel produziert denn hier eigentlich? 72, 72. Es könnte gut sein, dass wir es überwältigen anfangen. Aber dadurch müsste ja die Umweltverschmutzung, holy shit, um 1 gesunken sein. Jetzt habe ich mich zu früh gefragt. Verschmutzung durch Fahrzeuge. Ja, wir müssten halt echt vielleicht schauen, ob wir nicht auf Ding umschalten.
Aber was anderes. Aber schau mal, die Luftverschmutzung sinkt. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, ne? Gesundheitswesen plus 15 alleine. Holy shit, okay. Warum produziert ihr gerade wieder nicht? Was ist gerade euer Problem? Oh wait, du kannst die ganze Zeit gar nicht produzieren. Ich sehe gerade einen Fehler in diesem System, was das ganze System so halt einfach unnütz macht. Du warst nie angeschlossen. So, und wir haben keinen Schwefelplatz mehr. Importroute. Stelle ich dich fest. Supportieren an. Gut. Haben wir das Ding vollgeladen? Bitte, 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 sag, dass es voll ist. Nein, es fehlen noch 200 Kupfer. Habe ich kein externes Kupferlager? Ah ne, Kupfer ist ja aktuell bei uns so eine Main-Ressource wieder geworden. Holy shit, ja, es ist gerade wieder eine extrem Main-Ressource. So, by the way. Was ist denn gerade wieder los mit Kupfer? Wo stelle ich eigentlich hier gerade aktuell Graphit her? Hier. Wie viel brauche ich hier pro Minute? 3. Bedeutet, ich könnte das Ding wahrscheinlich gegen ein Lager tauschen und wäre besser dran. Und hätte hier weniger Säure, die ich absaugen muss, ne? Und ich bräuchte... Wo musst du hin? Chlor muss nach da vorne hin, weil wir ja auch Chlor produzieren, ne? Ist halt auch immer so eine Sache. Mehr Fahrzeuge kann ich, habe mir immer noch nicht freigeschaltet, ne? So, jetzt geht das Ganze hier vorne wieder raus, was natürlich die Luftverschmutzung nicht besser macht, nicht ansatzweise, sondern schlechter. Oh, goddammit. Ich brauche dringend dieses Frachtschiff. Problem ist, warum sind wir jetzt gerade hier so am Limit? Was schluckt gerade so viel Elektronik? Seid ihr hier? Vielleicht sollte ich euch mal umstellen, aber rein theoretisch ist es ja gleich gar nicht die Kupferversorgung, sondern die... Ja, genau das meinte ich. Oder war es einfach, weil wir so wenig Kupfer für eine Zeit hatten? Ihr arbeitet immer noch dran, dass wir genug Kupfer haben, oder? Ja. Kupferlager sind noch voll. Schau, hier ist aber auch noch sehr viel Kupfer drin. Das werden wir uns auch noch schnappen. Wir schnappen uns jede Möglichkeit, hier Kupfer rauszukriegen. Ich sag's euch. Wir kippen dafür hier vorne schön zu. Wir kippen schön zu. Und jetzt hat aber... Why? Ach Gott, Strahlung. Wo? Was heißt hier schon wieder Strahlung? Wait, und warum ist der Reaktor tot? Kann es sein, dass wenn der voll läuft, der das nicht abkriegt, dass der Hitze überhitzten anfängt? Ich kann mir keine Warnung bei dem stellen, ne? Das wäre nicht sehr interessant. So, du hast Notfall für alles, oder? Ja. Das wäre gerade für mich interessant. Hier kommt alles rein und Priorität... Kriegen die beiden jetzt. Und ich erzeuge noch trotzdem Rohr 3. Ich mag nur wissen, ob da was passiert jetzt aktuell. Weil wenn ja, haben wir ein Problem.
wird instant befüllt. Ja, okay, das Problem ist natürlich auch... Es funktioniert nicht so. Weil er natürlich da das auch mit frisst. Fuck, da muss ich mir noch eine Taktik überlegen. Und jetzt sind die da hinten wahrscheinlich... Nee, die sind aktiv. Ah, wait, die Sohle geht nicht weg? Oh! Leute, ich habe was vergessen. Könnte passiert sein, dass ich vergessen habe, diese Anlagen hier fertig zu bauen. Sohle. Ja, dann können sie nicht produzieren. Sollte der Tank hoffentlich relativ bald mal leer gehen. Komm schon, krieg ihn runter. Runter damit. Krieg diesen Tank leer. Alter, was geht hier raus? Hatten die so viel auf Lager oder was? Scheint so, ne? Du willst mir sagen, dass ich damit gerade das komplette System überfordere? Ich komme kein Stück von der Sohle runter. Jetzt sind wir weiter unten. Schauen. Jetzt gehen die Zahlen runter. Langsam aber sicher. Holy shit. Gibt es einen größeren Auslass oder sowas? Weil holy shit war das viel Sohle da im Backup drin. So, jetzt sollte aber auch wieder der hier nicht mehr so überfordert sein. So, du wirst ja langsam voll. Warnung. Melden, wenn... Weil die laufen zum Glück noch. Also das ist ja das Positive dran. Vielleicht sollte ich dich doch wieder aktivieren. So, Zupumpung wird aktiviert. Kriegt jetzt auf Plus oder geht jetzt auf Minus? So, die neuen Turbinen starten auch hoch. Wie voll ist das Lager? Das geht aber eigentlich gut. Gott, macht mir das Ganze schon wieder Sorgen die ganze Zeit. Leck mich am Arsch. So, wie schaut's hier aus? Wahrscheinlich immer noch nichts, ne? Nein. Weil wir immer noch zu wenig Kupfer haben. Aber ist das echt so schlimm? Ich weiß jetzt gerade nicht, wo unser Schwefel ist, aber unser Schwefel ist weg. Ups. Jetzt, okay, die stehen echt deswegen. Holy shit, okay, kopieren. Normales flaches Förderband sollte komplett ausreichen. Und fertig. Und jetzt sollten wir mehr Überschuss haben. Bedeutet aber auch, wir produzieren Massen jetzt an Graphit. Bedeutet, wir produzieren Graphit durch Dreck, den wir hatten, den wir jetzt nicht mehr haben, weil wir in Graphit umwandeln. Das ist geil. Das ist richtig geil. Supreme, supreme. Jetzt haben wir nur noch das Problem mit Kupfer. Seid ihr immer am Produzieren? Scheint so, ne? Schauen wir mal, sobald er hier vollläuft, müsste er direkt... Ja, 12 hat er schon wieder auf Lager. Und es geht instant wieder los, ja. Also sie sind immer eigentlich gut ausgelastet. 24, 24. Bitte, du brauchst immer 1 für 1, genau. Das stört mich gerade. Das stört mich gerade richtig. Oder haben wir für was anderes auch die ganze Kupfer gebraucht? Was braucht ihr denn noch Kupfer? Die Forschung. Aber die Forschung ist ja relativ langsam. Oder was einfach der eine Punkt, wo wir sozusagen einmal Kupfer verloren hatten, dass die Produktion stand und das Lager sozusagen einfach instant leer war.
dass das uns einfach geruined hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr hier solche Massen produziert. Vor allem ist das Lager auch fast wieder voll. Oder ist es wirklich, dass wir gerade auf Backup wieder herrichten, sozusagen fahren müssen? Ich sag's aber mal so, ich bin froh, dass das eine Lager hier noch vollkommen ausreicht. Ja, es könnte halt einfach sein, dass wir jetzt gerade ein bisschen brauchen. Das zeigt auch wieder auf, dass wir relativ knapp dran sind. Und diese Produktion hier vielleicht gar nicht gut platziert ist. Dass man die vielleicht irgendwo externer platzieren müsste, damit ich hier wieder jetzt wirklich die Kupferanlage verdoppeln könnte. Für halt genau solche Situationen. Weil Kupfer ist bis jetzt eh eine der kleinsten Anlagen. Schauen wir mal an, wie viel wir nur für Eisen schlucken. Das ist eigentlich bis jetzt immer noch da, haben wir, dass wir so viel Eisen schlucken anfangen. Apropos Eisen, wir müssen gucken, dass wir hier natürlich nicht an Eisen versiegen. Sonst kriege ich Panik. So. Perfekt. Nee, ich glaube, wir sind grundsätzlich gut dabei. Brauchen wir Gold? Ich glaube, wir brauchen noch weiter Gold. Du darfst jetzt die Seite hier anfangen abzufarmen und dann die Front hier. So. Aber wir sind gesundheitlich gut dabei. Plus 12 macht 43 alleine hier. Also insgesamt machen wir plus 12. Das ist hier auch alles noch im grünen Bereich. Ölbohrinseln schlucken relativ viel. Stand da gerade Grippe? Ich hatte gerade eine Grippe, lol. Das haben wir gut überstanden. Das ist jetzt... Ah, jetzt bin ich wieder so ein bisschen beruhigt, weil unser Gesundheitssystem funktioniert. Das kleine Etwas funktioniert und das macht mich schon happy. Und ich bin gleich die Folge schon wieder an ganz anderen Sachen dran, wie ich eigentlich sein wollte. Aber einfach, weil... Ja, es nicht so ganz läuft, wie es sein sollte. Wollen, Ding, bling, bling. Und irgendwie dieses Lager nicht voll wird, oder? Das könnte auch dran liegen, einfach, dass wir zu wenig Kupfer kriegen die ganze Zeit. Was ist denn, wenn ich einfach die Forschung mal kurz pausiere? Du bist hoffentlich nicht an. Nee, du bist nicht. Bedeutet, fürs Erste sollte man nur das eine Lager jetzt füllen anfangen. Beziehungsweise halt die Produktion wieder unterstützen, aber es ist halt... Es geht halt straight vom Schlund woanders hin. Das macht's nicht wirklich besser. Ich würde halt gerne mal sehen, dass das steht. Aber das wird so schnell nicht passieren, denke ich. Was ist, wenn ich eine Anlage mir hier unten stelle, irgendwie reinballer? Temporär. Ja, temporär bei mir ist immer so eine Sache, aber ihr wisst, was ich meine. Einfach, damit ich ein bisschen Fläche habe. Schau mal, das machen wir jetzt einfach mal, weil wir brauchen einfach gerade wieder ein bisschen mehr Produktion, weil wir, glaube ich, ganz knapp an diesem Es-läuft-alles sind. Und das ist ungut vom Feeling her. Deswegen bauen wir mal schnell eine Anlage. Wir brauchen Sand, Kohle und unser Kupfer. Das ist Kohle, das ist Kupfer und das ist der Sand. Also alle die drei brauchen wir. So bedeutet, wir brauchen hier vorne einen Crusher. Und der Crusher, der ist hier. Crusherino kommt hier hin, dann kommt Hochofen 2 hier hin. Ich kann ich doch eigentlich rein theoretisch direkt dran platzieren, oder? Flächenmäßig, genau. Ah ne, weil dann kann ich das andere nicht anschließen. Ha, da ist der Fehler. Genau. So, wir haben jetzt erstmal unten die Kohle. Dann machen wir als nächstes den Sand. Und ja, das schaut gerade alles von der Platzierung kacke aus. Ehrlich gesagt, mir gerade wurscht. Weil es nur darum geht, das alles anzuschließen. Dass wir für eine Zeit produzieren können.
und um nicht mehr und nicht weniger. Gut, euch kopiere ich mir hier gleich. Machen wir hier einen Flip, machen wir einen Rotate. Machen wir einen Rotate und ich setze dich... so hin. So, Kupfer und du bist auch für Kupfer dann zuständig. Das müsste ja der Schlagabtransport sein, genau. Das ist halt gerade wieder alles so ein ekliges Zwischenziel, aber ich mag erstmal schauen, dass ich sozusagen alles einfach in den Lot kriege. Danach kann ich mir nochmal überlegen, das Ganze umzubauen. Sobald ein Zwischenlager da ist, kann ich ja wieder ein bisschen schieben und machen. Und vielleicht sogar vielleicht die ganze Kupferproduktion einen ganz anderen Stil darstellen. Einfach um weniger Kabel, kürzere Kabelflächen und dafür mehr Produktion reinzukriegen. Das ist halt alles jetzt so die Überlegung, die noch passieren muss. So. Flip und hin. Jetzt brauche ich noch die Rohrleitung von euch, Kollegen, hier, aber das sollte ja kein Problem sein. Ernsthaft? Okay. Next step. Gone wild. Und dann machen wir ein Förderband 2. Förderband 2. Was von hier nach da läuft. Und beides anschließt. Problem beseitigt. Schon haben wir unsere 30% Erhöhung unserer Produktion. Das Schlacke-System ist hier wahrscheinlich eines unserer schlimmsten Probleme aktuell. Schau mal, hier rein theoretisch wäre noch ein bisschen Kupfer drunter und da viel Fläche. Ich frage, ob es sich hier lohnt, weiter Kupfer zu sammeln oder zu sagen, dass man hier hingeht. Aber schaut mal euch die Fläche an, den Kupfer, die da ist. Das ist die Sache. Es wird halt die ganze Sache ein bisschen verlängert. Ich mag meine kompakte Anlage. Auch wenn die viele Probleme macht und oder du halt am Ende irgendwo immer so ein Problem hast. Aber ich finde, die ist nicht schlecht. So, und jetzt haben wir nämlich genug Kupfer, wie es ausschaut. So langsam stockt es nämlich. Schaut an, wir kommen fast wieder zum Lager. Das ist, wie es sein soll. Und jetzt tue ich euch mal upgraden. Beziehungsweise einfach mal kurz die Leistung erhöhen von euch. Weil jetzt weiß ich ja, dass wir so viel rankriegen können, weißt du? Das ist ja am Ende die Sache. Wir müssen herauskriegen, dass wir immer genug auf Lager kriegen. Wenn der mir jetzt erstmal genug schlucken kann. Was wir jetzt gleich erreicht haben. Yes. Schlucker ist voll. Dann kann ich dich wieder aktivieren. Das war schon wieder nur eine Problemfolge, ne? Na, auf jede normale Baufolge kommt eine Problemfolge. Ah, ich liebe diese Abläufe. Der Tank ist aber auch wieder voll. Also wirklich einfach wieder auffüllen der Systeme, bis wir ready to go sind. Ich glaube jetzt auch nicht, dass wir so viele Probleme wieder kriegen, weil jetzt aktuell wir einfach wieder volllaufen können anfangen. Und wir können halt anfangen, einfach wieder das Ganze aufzufüllen.
Und ich glaube, das hätte ich zum Beispiel auch ein bisschen effektiver machen können. Das eine noch hier vorne rum, dann klappt es sich so rum. Dann hätte ich vielleicht ein viel kompakteres System. Vielleicht ein bisschen mehr länglich, also mehr breiter, aber dafür nicht so tief. Und es könnte vielleicht auch gar nicht schlecht sein. Und so lernen wir ja auch, wie unsere Systeme funktionieren können. Aktuell sind wir zum Beispiel noch ein bisschen mit dem Lager am hinterher strugglen, aber es wird alles für Stück, denke ich. Wir stellen euch wieder auf normal um und es sollte fürs Erste reichen. Unsere Teraflops sind aktuell auch ausreichend. Wait. Produziert ihr? Nein. Warum nicht? Was fehlt euch? Hat Kupfer gefehlt? Wait. Warum produzierst du nichts? Die Leitung geht hier rüber. Leute, ich bräuchte bitte hier auch was. Sonst habe ich gleich ein ganz anderes Problem. Ah, gut zu wissen, dass ihr nicht mehr nachkommt. Oder war das halt auch wieder gerade... Es ist zu viel hinterhergekommen und fertig aus. Du brauchst wie viel? 24. Also einer von euch kann nur einen versorgen jeweils. Du produzierst außerdem auch Abgase. Ihr auch. Ich muss sie auch noch umstellen. Wo geht eigentlich unsere Abgasleitung? Ne, ist unsere Wasserleitung. Wo geht die Abgasleitung? Ja, die geht nur zu euch? Hier vorne geht sie noch hin. Ich habe gleich keine rausgebohrt, kann das sein? Ich habe keine Abgasleitung an die Front gebohrt. Da ist noch eine Sache, weil hier habe ich zwei Schornsteine. Hier habe ich noch einen Schornstein. Hier habe ich drei Schornsteine. Wenn ich die alle nach hinten verbinde... Ja, dann muss ich muss die Anlage unbedingt upgraden. Erstens, wir produzieren mit Graphit wie blöd. Was ihn hier ausschaltet. Obwohl, nee, ihn schaltet es gar nicht aus. Doch, ihn schaltet es komplett aus. Doch, nee. Die schaltet es aus. So, ich hoffe, dass die Anlage jetzt langsam wieder loslegt, weil ansonsten... Jede Stufe muss dringend anfangen zu arbeiten, ansonsten wird es echt eng. Und unangenehm, wir haben nicht gar nichts mehr. Holy shit. Alter, das ist echt nur eine Problemfolge. Ich habe gerade... Man merkt gerade richtig, wie alles einbricht. Ich brauche hier alles doppelt und dreifach. Das ist echt ungut. Ich muss die Produktion jetzt eigentlich verdoppeln. Das ist eine Dampfhochdruckleitung, die hier lang läuft. Die läuft nach hier vorne für unseren Ding, ja. Ich kopiere dich jetzt mal kurz, weil ich brauche jetzt echt dann doch einen zweiten. Hier kriege ich dann nicht mehr raus, weil alles voll ist. Ja, da muss ich echt umbauen anfangen. Holy moly. Solange wir nicht ein bisschen Polysilizium haben und diese Anlage arbeiten kann. Jetzt kommen die erst wieder rein. Das könnte jetzt gut sein. Bitte nachproduzieren, so schnell wie möglich.
Arbeitet ihr noch? Holy moly, okay. Also ich muss eigentlich schauen, dass ich dich so schnell wie möglich produziere. Bedeutet, ich muss die Anschlüsse hier komplett überarbeiten. Weil es ist das reinste Chaos. Guck mal, das machen wir jetzt mal ganz... Das wird jetzt eklig wahrscheinlich wieder kurz werden. Aber ich will dieses ganze Wirrwarr hier ein bisschen auflösen. So, eine Sekunde bitte. So, okay. Guck. Das ist eine nicht mehr benötigte Dampfhochdruckleitung. Wohin führt die? Warum haben wir die überhaupt da noch? So. Ich tue jetzt echt gerade, das mir macht das gerade Panik, der Umbau, ne? Weil ich nicht weiß, wie gut das jetzt gleich enden wird. Ich hoffe einfach, dass ich sozusagen genau das rauskriege, was ich brauche. So. Weil mein Plan ist eigentlich relativ simpel. Ich habe ein U-förmiges Förderband normal, okay. So will ich das. Genau. So, dich kann ich jetzt dafür hier mal abreißen, schnell. Und den Anschluss kurz entfernen. Nein. Und dann kriegst du eine Rohrleitung, die dafür hier unten langläuft. Wie kein kompatibler Anschluss. So, warte mal. Achso, warte mal, ich versuche gerade dumm zu sein mal wieder. So schaut's aus. Achso, warte mal. Ich muss aber einen Anschluss hier dann freilassen. So, damit ich hier ein flaches Förderband setzen kann, dass das dann hier hinführt, genau. Und dann brauche ich meine Schuttgutaufzüge. Der eine geht hier hin, genau. Der andere geht hier hin, das kopieren wir gleich. Setzen das hier an, genau. Und dann, was bist du, flaches Förderband 1 oder 2? Flaches Förderband normal. So, und jetzt machen wir das Ganze hier schön ordentlich. Zack. Du wirst auch gleich gebaut. So, und in dem Moment lösen sich auch einige andere Probleme, denke ich mal. Läuft es bis noch da drüben zum Beispiel. Aber okay. Ich bin jetzt schon mal froh, dass wir es so weit gekriegt haben.
Das kann man ja Stück für Stück nochmal umbauen. Schnell liefern, zack. Jetzt lassen wir alles hochfahren. Wir kopieren dich zu dich. Dann kopiere ich mir die Dinge komplett. Die Anschlüsse unten kann ich vielleicht ein bisschen austauschen. Weil die Rinnen ja doch dann schon hier lang laufen müssen und ich eine Rohrleitung hier noch brauche. So. Und dann mit einem flachen Förderband. Ich versuche hier anzuschließen. Dann haben wir mal die komplette Produktion erstmal verdoppelt. Und das ist wiederum positiv. Warum wird nicht, das wird nicht schneller, okay. Gut. Das bedeutet auch, dass wir wieder mehr Plastik kriegen und ich hoffe dadurch allgemein die Produktion ein bisschen hochfahren können. Weil wenn es nicht der Fall ist, haben wir echt Probleme in Zukunft. Also hier ist gleich, sind wir dann auf die Plastikschiene gefahren und da haben wir uns das dann abgeschnappt. Ah ne, das ist ja ganz was anderes, also Poly irgendwas. Aber rein theoretisch sollten wir genug produzieren. Ihr kriegt bloß gerade wieder die Säure nicht weg, weil wir zu viel... Nee, hä? In welche Richtung geht dieses Rohr? In die Richtung. Kann mir jemand sagen, warum dieses Rohr dann nichts macht? Chlor? Wait, ich habe ein Chlorkabel angeschlossen. Oh oh. Was habe ich denn hier gemacht? Schnell entfernen. Ich habe das falsche Kabel angeschlossen. Ups. Das war nicht der Plan. Hier machen wir es so. So. Jetzt ist es hier saures Wasser und hier auch saures Wasser. Du hast aber Chlor drin, das ist das Problem. Okay. Weißt du was, dann machen wir das ganz simpel. Ich reiß das Rohr einfach einmal ab. Mit Movie Magic sozusagen. Und schließe es neu an. Und jetzt sollte das Ganze anfangen abzulaufen. Außer, dass da immer noch Chlor drin war. Ist hier immer noch Chlor drin? Hier ist noch Chlor drin. Ich liebe es, wenn ein Plan nicht funktioniert. Jetzt aber. Ja, jetzt hat Schaden, jetzt wird es wieder leer. Aber so rein theoretisch. Ich habe hier hinten so ein Lager mit ein paar hundert Zusätzen. Du produzierst 12 und du schluckst 3. Also sowieso aktuell vollkommen übertrieben. Aber wir müssen halt trotzdem sagen, dass die Priorität auf das da wichtig ist. Oder wichtiger ist.
Dafür war die Anlage eigentlich ausgelegt. Wie schaut es jetzt eigentlich mit Kupfer aus? Können wir jetzt mittlerweile sagen, dass wir Kupfer hier angeliefert haben? Jawohl, beschädigtes Schiff. Fracht ausliefern. Gut. Aber Leute, ich würde sagen, das bedeutet, ab der nächsten Folge können wir endlich Kupfer verkaufen. Schwefel verkaufen, was natürlich für uns ein massiver Vorteil ist, weil bestimmte Anlagen einfach viel zu viel vom Schwefel haben. Und wenn ihr euch das anschaut, sind wir ja eh gut dabei, das Ganze umzusetzen. Wir müssen eventuell diese Anlage einmal verschieben. Das wird nochmal eine speziellere Aufgabe, aber zum Glück brauchen wir ja als Anschluss eigentlich nur Wasser und hier Dampf und der Rest produziert sich von selber, weil das ist halt ein relativ schneller Fix sein und mit den Rohren kann man eh relativ flexibel arbeiten. Aber damit würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, klickt den Abo-Button, klickt den Daumen nach oben, wenn euch das Video wirklich gefallen hat und schreibt in die Kommentare, was man alles noch so ändern könnte. Ihr wisst eh, ich versuche auf jeden Fall immer auf die Kommentare zu antworten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.